Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich halt bei 4410 Pokalen und die Saison ist noch ein Weilchen. Die ist noch 17 Tage lang und ich habe gerade meinen Trophäenrekord. Ja, eben habe ich wieder gegen einen Lavahorn-Spieler gespielt davor. Ja, das Spiel habe ich halt absichtlich verloren. Ich habe halt ihm den Sieg geschenkt, weil ich keine Lust hatte, gegen solch einen Deck zu spielen. Hab dann halt aufgegeben. Ja, dachten wir dann so, okay, gut, bist du weg vom Lavahund, kommt der nächste Lavahund. Oh, das habe ich dann einfach gespielt, weil ich halt einfach, ja, sauer war. Habe ich das halt durchgezogen. Und das Spiel war mega knapp. So. Es war wirklich ein richtig, richtig gutes und knappes Spiel. Er kommt dann mit seinem Lavahund. Ich habe erstmal meinen Kobold fast geworfen. So, den Ballon konnte ich nicht ganz so gut verteidigen. Auseinandersetzen von dem Ballon auf den Lavahund ist halt echt effektiv. Ja, wir machen kaum Schaden. Naja, schon Schaden, aber nicht viel im Vergleich zu ihm. Er kommt mit seinem nächsten Lavahund. Ich habe mein Elixier fast voll laufen lassen. Er probiert es mit der gleichen Taktik wie eben. Da habe ich dann den Angriff eigentlich nur durchgelassen, weil ich konnte eh nicht mehr verteidigen. Wir machen wieder kaum Schaden. Ja doch, wir machen jetzt schon ordentlich Schaden. Ja, stimmt. Aber im Vergleich, mein Turm ist jetzt schon down. Und damit er einfach mal all in gegangen. Er ist auch offenbar all in gegangen, nur halt, hat er viel teureres Deck. Und jetzt kann man ja mal in Zeitlupe anschauen, das Video. Er hat halt vorher gesappt. Ich habe noch versucht, seinen Angriff zu verteidigen. Aber es ist sehr knapp. Und die Kugel vom Bowler rollt noch. Und wir gewinnen. Und mein Turm hat noch 34 Restleben. Und da waren noch drei Lava-Pups, die geschossen haben. Das heißt, die hätten definitiv den Turm in der nächsten Sekunde gehabt. Sehr knappe Geschichte. Wirklich sehr knapp. Ich habe noch nicht geschaut, in welcher Pokalhöhe er kommt. Ja, von 4800. Ja. Und ich habe auch gestern noch die Spiegelherausforderung gespielt. Ja, die lief auch ganz gut. Beide mit dem gleichen Deck dann zu spielen. Konnte mich auf jeden Fall nicht beschweren. Hat echt Spaß gemacht. Hier die Spiegelherausforderung. Ich habe dann teilweise Internetprobleme gehabt, habe deswegen halt teilweise oft verloren. Aber es waren halt sehr knappe Spiele immer. Und die Gegner waren halt echt extrem gut. 4700 Pokale. 4600 Pokale. Wir gehen nicht gewonnen. 4470, aber der erste kam von. Ich hatte den höher in Erinnerung. Ja, der erste kam von 4900 Pokalen sogar und den habe ich gewonnen. Es ist halt alles sehr unterschiedlich, du musst halt extrem gutes Konto haben. Naja, egal. Jo Leute, wenn euch der kleine Kampf, dieses kleine Spiel gefallen hat, dann lasst einen Kommentar gern da oder eine Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.